der Speiseraum war, wie sie ihn verlassen hatte. Er roch nach Petrol. Jemand hatte bereits die Brenner entzündet. Sie öffnete ein Fenster und kümmerte sich um ihre Gerichte. Drei Gänge. Mehr waren nicht gewünscht. In einen Champagnerkübel hatte sie Bier kalt legen lassen. Wein verabscheute er. Alles war fertig, aber Jasmin wusste nicht, wo sie warten sollte. Am Esstisch standen mehrere Stühle, in einer Ecke ein Ohrensessel. Sie hockte sich auf dessen Armlehne und er geriet sofort, wie in einem Slapstick-Film, aus dem Gleichgewicht. Ihre Aufgeregtheit war lächerlich. Als sie Schritte hörte, stand sie mitten im Raum. Die Hände vor dem Schoß verschränkt, fehlte nur noch die Schürze. Die Tür stand offen. Er klopfte trotzdem. »Herein«, sagte Jasmin. Er trat ein, hob nur die Hand. »Hallo, nimm doch Platz«, sagte sie, um nicht nichts zu sagen. »Du bist die neue Sveta?« Wie er es aussprach, klang es wie Sweater. »You're the new Sweater? Du bist also der neue Pullover?« »Wenn man so will«, sie lächelte. »Ich meine, Ihre Vertretung?« »Ja«, lächelte sie immer noch. Nur als Vertretung hatte sie sich bislang nicht verstanden. »Wie heißt du nochmal? Entschuldige, ich bin nicht so gut mit Namen«, sagte er. »Jasmin.« Er war nicht im Bühnenarbeiter-Outfit, sondern hatte sich für sein Mal fein gemacht, trug ein Jäckchen, verziert und knapp, wie ein Torero. Jasmin hatte den Eindruck, als warte er auf etwas, auf ihren Nachnamen vielleicht, dachte sie. »Nickenick. Jasmin Nickenick. Nickenick, Nickenick. Deutsch ist lustig. Du siehst auch viel deutscher aus als Sweater. Antip hat mir gestern von einem Sprichwort erzählt. Hier in der Ukraine sagt man, ihr hättet die Wölfe erfunden. Also, das ukrainische Sprichwort lautet, die Deutschen haben sogar die Wölfe erfunden.« »Aha, und das heißt?« »Keine Ahnung. BMW, Mercedes, die Wölfe.« »Okay.« Dann wollte er endlich wissen, was es zu essen gab. Sie erklärte ihre Vorspeise, eine klare rote Beetesuppe nach polnischem Vorbild, dazu das dunkle Brot und das Wacholderkraut. Als Hauptgang ihr Safrankaninchen mit. »Danke«, sagte er. »Ich esse es dann ja gleich.« »Klar«, sagte sie. »Hier ist das Bier. Gekühltes und ungekühltes Wasser. Und das hier ist noch ein Saft vom Markt in Jalta. Danke. Ich helfe mir selbst. Wenn etwas fehlen sollte, dann erfährst du es irgendwann. Okay? Guten Appetit.« Sie zog die Tür zu, wie die zu einem Krankenzimmer.